Aus der Politik kennen wir den Trick oder die Methode, dass Politiker sich an die Presse wenden in Interviews und vor wichtigen Entscheidungen oder wichtigen Treffen, meinetwegen zum Beispiel Bundestagsdebatten, eben die auf diese Weise versuchen, Stimmung zu machen für ihre Sache. So, diese Methode wenden jetzt auch Bischöfe an. Zunächst mal Bischof Betzing, der sich in der Bunten geäußert hat. Ich habe dieses Interview lange kommentiert. Ich verlinke dazu in der Beschreibung. Aber auch Bischof Bode, der auch eines der wichtigsten Förderer der ganzen Agenda des Synodalen Wegs, er hat sich jetzt auch geäußert und versucht im Grunde genommen die Vollversammlung der deutschen Bischofskonferenz nächste Woche zu beeinflussen. Und zwar in einem Interview mit der neuen Osnabrücker Zeitung. Er benutzt auch dazu seine kürzlich erfolgte Reise nach Rom und sein Treffen mit dem Papst. Und ich zitiere hier eine Pressemitteilung der neuen Osnabrücker Zeitung. Und hier werden wirklich Dinge suggeriert, die einfach so gar nicht, also jeder, der lesen kann, merkt, hier wird einfach etwas suggeriert, was so gar nicht besprochen worden ist. Zum Beispiel: Im Interview mit der neuen Osnabrücker Zeitung sagte Bode mit Blick auf Frauenweihe und Abschaffung des Pflichtzölibats über den Papst: Ich habe keine Anzeichen gesehen, dass er diesen Prozess unterbinden möchte. Ja, also das ist eine Nullaussage, so nennt man sowas. Also der Papst hat ihm nicht gesagt, er ist gegen Frauenweihe und auch nicht gegen die Abschaffung des Pflichtzölibats. Aber das ist eine Nullaussage, denn das bedeutet ja nicht, dass er ja dafür ist. Er hat schlichtweg nicht darüber gesprochen. Ja, es ist offensichtlich, dass hier versucht wird, irgendwie etwas zu suggerieren, was gar nicht im Gespräch war. Ich meine, er hat auch nicht, wahrscheinlich, die haben sich auch nicht über die Politik in Kenia unterhalten oder in Afghanistan oder was weiß ich was. Ja, also es ist schon erstaunlich, dass man solche Methoden benutzt, um solche Dinge und so, um so Stimmung zu machen vor der Vollversammlung der deutschen Bischöfe. Es ist wichtig zu wissen, dass das wichtigste Thema laut Presseerklärung der Bischofskonferenz der Synodale Weg ist. Und diese Themen sind eines der wichtigsten Themen im Synodalen Weg. Das heißt, er will sagen, okay, der Papst hat nichts dagegen, im Grunde, wie wir sozusagen dabei sind, die Frauenweihe einzuführen, beziehungsweise das Zölibat abzuschaffen. Okay, aber dann weiterhin außerdem noch. Sagt hier in der Presseerklärung, schon in der Überschrift steht: Bischof Bode zum Fall Wölke. In Köln ist Vertrauen gebrochen vom Domkapitel bis zum Kirchenvolk. Aber gleichzeitig steht dann, dass das Thema Wölke bei seinem Papstbesuch überhaupt keine Rolle gespielt hat. Es ist schon erstaunlich, ja, dass ein Bischof eigentlich gegen seinen Bruder im Bischofsamt so vor einem wichtigen Treffen Position bezieht. Bischof Wölke ist bekannt für seine Kritik am synodalen Weg. Das ist eine der wichtigsten Stimmen. Ja, und deshalb sind auch so viele Leute auch gegen ihn. Ja, und dass jetzt ein Bischof wenige Tage davor eine solche Veröffentlichung macht, praktisch um seine Autorität anzuzweifeln und damit auch um seine Kritik am synodalen Weg abzumildern, das ist schon, ich finde, ein harter Tobak. Also hier kehren Methoden und Sitten ein, die wirklich unglaublich sind in einem kirchlichen Milieu. Ich werde weiter verfolgen, was im Hinblick auf die Vollversammlung der deutschen Bischöfe ist. Das ist eine sehr wichtige Vollversammlung, eben weil der synodale Weg dort das wichtigste Thema sein wird. Wir müssen das sehr genau beobachten. Vielen Dank.